And heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner, unless you wish to lay down your life. Okay. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now come. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of the... Okay. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to following only the guidance. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of God. And so it is, the vermin must be. Gold der Erreichung ist zu kaufen. Mit der Waffe überziehen ist nicht schlecht. Das wäre eine Überlegung. Be sure to tell me if you meet a young. She's a servant. She's been my. I've lost count, honestly. Gucken wir mal, ob es noch irgendwas Neues gibt. We've spoken long enough. Nein, nichts Neues. Leider auch nichts. Schade. Well, I took you for no matter lay out your own. Weil dafür brauche ich Dunkelspiegelstein. Hier reicht der Schmiedestein aus. Ein Level davon ist viel. 19 oben, 12 unten. Ja, Dunkelschmiedestein 3 fehlt mir. Oh, das kann ich auch. Und das hebe ich mir noch ein bisschen auf.
Na, ja, sollte ja fürs Erste reichen. Ich habe nicht gedacht, dass das so billig ist. Ich frage mich, wo ich diesen Dunkel-Miedelstein-Dreieck suche. War es wert? Du drehst dich schon rum.
Oha. Ich bringe dich um. Strafe, dass du mich mehrfach getötet hast. So. Das war es überhaupt nicht wert, aber egal. Aber ich frage mich, ob ich das jetzt überlebe. Das überlebe ich? Das geht runter. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gehofft, das geht hoch. Aber mit einem Speicherpunkt. Endlich muss ich das nicht mehr machen. Endlich. Jetzt kann es beginnen, das Spiel. Noch eine. Ich hätte auch gelacht, wenn ich keinen Zweikampf besiegen könnte. Das ist ein wenig sehr frustrierend. Allerdings lohnt sich ja nicht mal irgendwie zu kämpfen, weil der gibt mir einfach die Grenze.
Hallo und willkommen wieder bei Elden Ring Tag 6, Part 2 sogar. Da mir das OBS vorhin abgekackt ist, brauchte ich erstmal eine Pause. Aber da ich heute frei habe, kann ich ein bisschen länger spielen. Das Einzige, was denn leider, weil abgekackt hat, nicht mehr gezeigt worden ist, ich habe das Schwert hier genommen, was ich hatte, und es auf plus 5 verbessert mit Blutungsschaden. Und zu gucken, ob ich mit Blutungsschaden mehr Schaden mache als mit der Hellebarde. Sagen, es sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Okay. Beginnen wir. Aber der Kampf lief schon mal viel besser als der vorige. Der ist doch noch ein bisschen zu heftig. Strategischer Rückzug. Stimmt, hier war noch eine Höhle, nicht wahr? Gut, dann gucken wir uns jetzt erstmal die Höhle an.
Ich werde aber zu meiner Hellebarde wechseln, weil sind die einfach geiler, auch wenn ich schlechter damit bin. Okay. Das ist cool. Ich töte auch einfach den Drachen noch vorher. Ja, gucken wir uns erstmal die Höhle an. Und zur Not besiege ich jetzt mal den ersten Boss vielleicht. Keine Ahnung. Schaltet der noch irgendwas frei? Ja, mit der Levada bin ich echt nicht schlecht. Ich bin der Falsche in der Länge. Ja. Ah. Muss bei der Brücke links abbiegen. Hoppala. Hier kann ich nicht mit dem Pferd lang. In der Höhle und weiter geradeaus. Blutiger Finger. Thank you.
Okay, gerufen habe ich den aber nicht um die Hilfe. Was hat er denn da hinterlassen? Ein Dolch. Ja, der große Waffentyp. Okay.